Technik, Schläger, Cyberpunk, meine Fantasie macht klar. Hallo Leute, ich grüße euch. Ich wollte mal mit euch schnell einen sehr interessanten Bericht der Engadget durchgehen und da geht es um die Apple Vision Pro. Die hatten schon die Gelegenheit, die auszuprobieren, die Sheryl Lindlaw und die Dana Roman, und die haben das aus einer sehr interessanten Perspektive dargestellt, und zwar aus der Perspektive, wo halt jemand nicht jeden Tag mit VR-Headsets arbeitet oder keinen, nicht so einen starken Bezug da hat. Auch die haben jetzt nicht unbedingt den krassen Bezug zu diesem Thema. Die gehen auch nicht so core auf die technischen Spezifikationen und solche Sachen ein, sondern eher so auf die Anwendungsszenarien und was ihr Gefühl dabei war. Und das ist halt für normale Nutzer natürlich dann sehr verständlich. Lass uns mal direkt auf Passformkomfort und Riemenoption springen. Da hat der ein oder andere bekannte YouTuber schon darüber berichtet, dass sie das Gerät zu schwer finden und unter anderem unkomfortabel. Man muss aber auch abwägen, dass das auch manchmal nur eine Sache der Justierung ist und der Geduld. Apple will ja dafür sorgen, dass man das vor Ort dann entsprechend richtig konfiguriert und anpasst auf den Kunden, um halt das Komfortlevel zu heben. Aber das Headstrap ist halt, ich kann es noch nicht beurteilen, aber das, wie es jetzt ausschaut, sieht halt schon so aus, als ob es einen starken Anpressdruck hat am Gesicht, ja, damit es halt gut sitzt, und dementsprechend kann es dann natürlich zu Komfortproblemen kommen bei dem einen oder anderen, und auch die Justierung ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil da viele halt nicht so drin sind in diesem Thema, so wie wir Enthusiasten zum Beispiel. Wir ziehen das Ding auf, justieren 3, 4, 5 Mal hin und her, gucken uns das Level ein, wo der Sweet Spot ist zum Beispiel, und dann sind wir drin in dem Ding, ja. Und alles andere, da tun wir halt Custom-Modifikationen benutzen von Drittherstellern oder tun selber das ganze Tune. Ne? Aber aus der Perspektive interessant zu sehen, die hatten auf jeden Fall Schwierigkeiten, und ohne diese Mitarbeiter da bei Apple, die da dann das angepasst haben, wären die nicht weitergekommen. Ne? Genau. Dann, wie gesagt, ganz wichtiger Fokuspunkt ist die Applikation von Filmen und von Disney zum Beispiel sehr positiv hervorzuheben, was für uns auf jeden Fall auch vom Vorteil ist, wenn wir halt entsprechend die Quest 3 benutzen oder andere VR-Headsets, die so einen Standalone-Store haben oder die Möglichkeit haben, APKs zu installieren. Man kann, wie gesagt, bei Disney Plus dann 3D-Filme schauen und in immersiven Umgebungen seine Filme schauen. Keine Ahnung, guckst einen Dinosaurier-Film und dann bist du auf einmal im Dschungel und guckst einen Film. Ne? Also schon eine geile Sache, Leute. Ne? Ich sag euch, das sieht auch schon so geil aus, wenn du das mit einer Quest 3 ausprobierst. Und natürlich bei so einem Gerät wie bei der Apple Vision Pro mit der Auflösung, mit 4K, mit OLED und allem drum und dran, ist das schon interessant. Ne? Und halt positiv vorzuheben ist, dass es halt darauf angepasst ist. Und das hat hier auch aber beeindruckt, die Nutzer, ne? Die das da jetzt ausprobiert haben. Finde ich schon interessant. Was nicht so jetzt so toll lief anscheinend, war so diese Bedienelemente des ganzen Themas. Da scheint es noch ein bisschen Schwierigkeiten zu geben. Eventuell ist es eine Übungssache, wie intuitiv das Ganze funktioniert. Wir haben ja schon mal so eine quasi Sicht darauf, wenn wir die Quest Pro, Quest 3 benutzen, ne? Wie das funktioniert, und ja, mehr oder weniger gut. Aber man ist ja nicht darauf gebunden. Man kann ja immer noch auf die physischen Tastaturen und Maus zugreifen von Apple oder vielleicht externen Anbieter per Bluetooth, und dann hast du das Problem eigentlich auch gelöst bei diesem Thema. Klar muss man sagen, dass da aber auf jeden Fall Apple wahrscheinlich immer noch zu den Besseren gehört in dieser Hinsicht. Ne? Vielleicht haben die sich nicht so gut angestellt, weil manche Sachen lesen sich halt so raus, dass die sich halt nicht so krass auskennen bei dieser Thematik. Ist ja auch nicht schlimm. Ne? Das ist ja ein Eindruck von denen persönlich. Ne? Kann man denen ja nicht vorwerfen. Das sind ja kein MRTV oder andere YouTuber wie Zockstube oder Voodoo da draußen, die schon lange versiert sind mit diesem Thema. Ne? Meditation, ja, für mich, ich finde es gut, dass sowas existiert, ja, dass man da quasi darauf einen Fokus legt, so schöne Ambiente-Situationen in so einer VR-Welt zum Beispiel zu schaffen. Das wird viele bestimmt beeindrucken, die sich für sowas interessieren, ne? Audiovisuelle Erlebnisse, ist okay. Dann hier diese AR-Erlebnisse, die sie da ganz toll fanden und sehr immersiv, ne? Also scheint sehr, sehr gut zu sein für AR. Auch in Anbetracht, dass viele Entwickler, die jetzt, wie gesagt, die Tage über das Ganze berichtet haben,
dass die AR wirklich top ist bei dem Gerät. Sie gehört wahrscheinlich zu den besten, was wir in AR sehen werden. Ne? Also von daher müssen wir uns auch keine Sorgen machen. Die letzte Zusammenfassung, ja, für viele ist natürlich dieser Preis ein Knaller. Selbst für die Leute aus der USA, für die sind 3000 Dollar halt, also 3000 Euro ein Haufen Geld. Ne? Es ist ja auch ein Haufen Geld. Ja. Aber man muss halt sehen, was wir da für eine krasse Technologie bekommen in Sachen Display, Auflösung und Mikro-OLEDs. Ne? Das ist nicht irgend so ein Schrott und wahrscheinlich wird die Helligkeit auch überragend sein. Das ist HDR zertifiziert. Ja? Das heißt, wir kommen hier mindestens auf 1000 Nits oder sogar drüber. Ja? Das Ding wird schon gut sein, Leute. Da müsst ihr euch keine Fantasie machen. Da bringt es auch das nichts, irgendwie madig zu reden. Das muss man dann anerkennen. Wenn wir das Ding begutachten können in den Apple Stores oder, keine Ahnung, bei Try My Tech zum Beispiel, wenn er das Gerät mal bekommen sollte, dann werden wir da schon unsere Meinung bilden können bei dem Teil. Ne? Insgesamt, wie gesagt, finde ich es gut, dass Apple quasi da jetzt ansetzt, dass da so ein Schwergewicht wie Apple diese Thematik einsteigt. Das wird Nachahmer finden. Heute werden wir von Samsung vielleicht sogar was zum Thema erfahren. Samsung plant nämlich mit Google auch ein XR-Gerät herauszubringen und die haben heute ihr Unpacked-Event. Eventuell gibt es beim Unpacked-Event schon Informationen von Samsung. In dieser Hinsicht würde ich mich freuen, wenn ihr unter den Kommentaren oder in den Kommentaren schreibt, was ihr von dem Thema haltet. Ich persönlich aus der technischen Sicht finde das Ganze sehr, sehr interessant. Ich würde das Gerät sehr gerne haben, sage ich euch ganz ehrlich. Wenn es zu dem Preis wie in den USA verfügbar wäre, hätte ich es wahrscheinlich gekauft. Ja, ich hätte es gekauft. Ich hätte es wahrscheinlich gekauft, weil ich der Meinung bin, aufgrund dessen, dass es natürlich so hochqualitative Linsen hat und natürlich diese Auflösung, dass es dann halt auch wie ein Heimkino benutzbar ist. Ja, da würde ich sogar in Erwägung ziehen, meinen Beamer zu verkaufen eventuell, wenn das Ergebnis natürlich da sehr gut ist, weil ich sehe schon die Kombinationsanwendung. Ich habe mein Apple TV, ja, ich habe diese Vision Pro, dann haben sie natürlich noch diese riesen 3D-Filmsammlung. Ich bin 3D-Film-Fan, ja, und wenn ich da das ein oder andere dann abstoße und verkaufe, dann habe ich hier quasi meine Medienbrille. Dann installiere ich meinen Plex-Server zum Beispiel und kann meine Plex-Filme auf dem Gerät schauen, ne, die ich, wie gesagt, als Sicherungskopie meiner Blu-ray-Filme habe. Und dann ist der Spaß gegeben und auf einem qualitativ hochwertigen Level. Ich bezweifle, dass ich in den nächsten 2 Jahren das Niveau erreichen werde. Ne? Also auf diesem Bildlevel. Ne? Klar, man muss abwarten, was Samsung da bringt und andere Hersteller und dann beurteilen und auch vor allem zu welchem Preis. Aber bis dato, mein lieber Mann, hört sich gut an. In Form von Medienkonsum auf jeden Fall. Alles andere, da zweifle ich keine Minute dran, Leute. Dass diese Geschichte hier sehr gut interagiert wird in verschiedene Programme wie Final Cut Pro oder halt Apple-Anwendungen selbst. Ja, da müsst ihr euch keine Illusionen machen. Die 3D-Möglichkeit, seine Filme in 3D zu schauen, dann in Form, die man selber aufnimmt mit dem Apple-Gerät, sind jetzt schon gut. Guckt euch mal zum Spaß bitte mit eurer Quest 3, ja, die Videos an, diese räumlichen 3D-Videos von Apple. Gebt einfach da in eurer Quest 3 YouTube-App quasi 3D an in der Form und dann schaut euch das an. Ich persönlich werde mit meinem iPhone auch solche 3D-Aufnahmen mal machen demnächst, wenn das Wetter ein bisschen schöner ist und nicht so kalt. Dann werde ich das mit euch teilen und dann könnt ihr eure Meinung selber bilden, was ihr davon haltet. Ne? Da werde ich mich auch mal in dieses Thema ein bisschen einarbeiten und das mit euch dann so besprechen, was ihr davon haltet. Ich persönlich finde das, was ich jetzt bis dato gesehen habe, schon sehr gut. Und da kommt ein bisschen neuer Schwung rein, wisst ihr? Ihr dürft nicht immer so alles so schlecht und madig reden, sondern ihr müsst nur diesen Schwung jetzt mitnehmen. Ja? Ihr müsst jetzt sagen, wow, da ist ein Big Player am Start, die bringen da ein bisschen neue Elemente rein. Vielleicht gibt es da so einen kleinen neuen Hype. Ja, vielleicht sagen dann die Leute, okay, wir probieren es mal aus, hört sich gut an. Ne? Genau, da muss man ein bisschen positivere Vibes reinbringen. Ja. Positivere Vibes, nicht immer dieses Young Mama. Ne? In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Schauen wir mal, was Samsung heute noch bringt.